Moin, heute würde ich euch gerne zeigen, wie man mit Paraloid Bodenfunde versiegeln kann. Was ihr dazu braucht, ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht eine Waage, ihr braucht Ethylacetat zum Beispiel und ihr braucht Methylmethacrylat-Copolymer. Das Ganze kann man zum Beispiel bei Crema Pigment im Internet bestellen. Kostet, glaube ich, insgesamt nicht ganz 30 Euro diese beiden Komponenten. Das Copolymer sind einfach nur so kleine Stückchen, sieht aus wie Eis oder Glas. Das ist eben ein Kunststoff, der aufgelöst wird darin und dann aufgebracht auf dem Fundstück verdampft das Ethylacetat und hinterlässt eine kleine Kunststoffschicht. Das ist das Grundprinzip. Der Vorteil davon ist, dass beides wieder reversibel abzubekommen ist. Das heißt also, ich löse mit Ethylacetat wieder die Kunststoffschicht von dem Fundstück ab. Nun aber zur Herstellung. Ihr nehmt euch also ein geeignetes Gefäß, am besten Glas, und Mischungsverhältnis auf der Feinwaage von momentan nehme ich 16%ige Lösung. Das heißt, Gewichtsprozent nehmen wir davon zum Beispiel 100 Milliliter und 100 Gramm und davon 16 Gramm. Wenn ihr das dann abgewogen habt, dauert das Ganze so ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden, bis sich das auflöst im Glas. Man kann das immer so ein bisschen rühren. Es löst sich nicht sehr schnell auf. Wenn ihr es habt, eignet sich zur Applikation ein handelsübliches Wattestäbchen. Am besten allerdings mit Pappstiel, weil die eben auch die Kunststoffstiele sich gerne dann auflösen mit der Zeit. Ja, dann habe ich mal was vorbereitet hier. Also es ist eine alte Lösung, deswegen ist es auch so ein bisschen gelb noch. Und ich habe hier zwei Funde, einfach einen Bronzering aus der Schrottkiste und ja, eine alte Münze, zwei Pfennig aus dem 19. Jahrhundert. Ja, jetzt werden wir mal schauen, wie das Ganze ausschaut, wenn man es dann beschichtet. Ich beschichte grundsätzlich immer mit Handschuhen und nicht im geschlossenen Raum, lediglich jetzt fürs Video mal im geschlossenen Raum. Einfach ein bisschen in die Flüssigkeit gehen. Und dann das Fundobjekt vorsichtig damit bestreichen. Und wenn es einem zu viel scheint, kann man das eben auch gerne noch mit der anderen Seite wieder abtupfen. So, ich mache das jetzt mal mit zwei Händen gleich und dann schauen wir uns das Ergebnis an nach der Trocknung. So, nach kurzer Trocknungszeit, ich glaube, es hat bei Raumtemperatur jetzt ungefähr 10 Minuten gedauert, ist das Ganze ja, fest. Als Unterlage ist übrigens hier immer so eine handelsübliche Pappe ganz vorteilhaft, die so ein bisschen den Rest aufsaugt. Ja, und was man jetzt sieht, ist eben, dass die komplette Fläche hier jetzt versiegelt ist. Das heißt also, Handfett und auch andere Sachen greifen jetzt nicht mehr direkt das Objekt an. Wie viel es glänzt, wie viel man es vorher reinigt, das ist natürlich immer Geschmackssache, würde ich sagen. Ja, Rückseite gefällt mir hier jetzt zum Beispiel gar nicht so gut. Zum Üben lohnen sich eben hier so Stücke, die eben nicht so wertvoll sind, bevor man jetzt mit der römischen Münze anfängt zu experimentieren. Ja, der Bronzering ist ganz schön geworden. Von der doch recht fahlen Oberfläche vorher jetzt doch schön glänzend und fasst sich auch insgesamt schöner an. Ja, das war's. Dann viel Spaß beim Rumschmieren.